Was für ein Eindruck. Der Duft, es ist ja kein Duft, sondern ein Geruch, aber das ist der gleiche Geruch wie damals. 60 Jahre her. Diese Treppe, die hat sich mir eingeprägt. Ich musste immer in den ersten Stock, das wusste ich. In solchen Bunker wie hier, Knochenauer Straße, da saßen 1000 Menschen. Ja, ich finde meine damalige Zelle, will ich es mal nennen, relativ leicht wieder, weil meine Mutter mir eingeprägt hatte, wenn wir die Treppe hochkommen, der erste Raum, den du links erreichst, das ist unserer. Du musst links dich halten. Ja, und das ist dann hier um die Ecke herum, der erste Raum links. Man konnte ja als Kind leicht verloren gehen in diesem Gewühl von 1000 Menschen in diesem Treppenhaus. Da kann ich mir vorstellen, dass man hier nun gesessen hat mit vielleicht, ich sage mal, mit 12, 14, 15 Leuten. Die Pritschen, Doppelpritschen, durchgehend an der Wand lang. Oben saßen die Kinder, unten die Erwachsenen. War natürlich unterschiedlich groß. Nicht alle so klein wie diese. Aber in dieser, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, habe ich gesessen. Tja, wir Kinder saßen dann auf den Pritschen und spielten Mensch, ärgere dich nicht. Oder malten. Und was malten wir? Keinen Osterhasen oder keinen Weihnachtsmann. Keinen Obstgarten, sondern natürlich Kriegsszenen. Panzer, Flugzeuge. Und beibringen taten uns das die älteren Jungs. Tja, so weit war man da schon als kleiner 6-, 7-, 8-jähriger Junge militarisiert. Braunschweig erlebte im Sommer 1944 eine merkwürdige Phase des Friedens. Das hing damit zusammen, dass die Alliierten die Normandie erreicht hatten. Die Invasion hatte begonnen und alle verfügbaren Bombenflugzeuge waren also im Einsatz in diesem Gebiet, sodass die deutschen Städte plötzlich sozusagen eine Erholungspause erlebten. Vom heldenhaften Kampf der deutschen Atlantikstützpunkte. Gefecht zwischen deutscher Flak und angreifenden angloamerikanischen Fliegern. Eine auslaufende Flottille ist das Angriffsobjekt. Die Flak schießt aus allen Rohren und nimmt den angreifenden Gegnern immer wieder die Möglichkeit des gezielten Bombenwurfs. Explosion in der Luft. Aus der schwarzen Wolke stürzt ein feindlicher Jagdbomber in die Tiefe. Das Flugzeug ist in die Stadt gefallen. Eine an anderer Stelle abgeschossene amerikanische Lightning-Maschine. Braunschweig war ein Rüstungszentrum. Und zwar, man muss es im Verbund sehen mit Salzgitter, da waren die sogenannten Hermann-Göring-Werke. Wir hatten in Fallersleben, von Wolfsburg sprach noch niemand, das Volkswagenwerk. Wir hatten in Peine die Stahlwerke. Braunschweig war ein Zentrum zur Produktion von Munition, von Panzern, von Flugzeugteilen, später sogar von Komponenten für V2 und V1. Es wurden auch Flugzeugmotoren gebaut. Das heißt, das war ein bedeutendes Rüstungszentrum und jeder in Braunschweig wusste das. Und es war deshalb erstaunlich, dass die Welle der Angriffe erst so spät Braunschweig erreichte. Eigentlich eine bedrückende Atmosphäre, wenn ich das so jetzt noch mal erlebe, dass man hier also die vielen Nächte erlebte und nicht nur die Tage und die Nächte der wirklich schweren Angriffe auf Braunschweig. 50 Angriffe hat Braunschweig ja erleben müssen.
diese Bomben, die hatten ja ein infernalisches Geräusch. Ich konnte als Kind schon die Bomben unterscheiden. Ich konnte schon sagen, Luftmine, schwere Sprengbombe, kleine Sprengbombe, die hatten alle spezifische Geräusche, weil die ja am Ende hatten die ja so Flügel und die entfachten natürlich enorme Windgeräusche. Und das war dann ein Sirren, manchmal ein hohes, manchmal ein Brummton. Und das konnten sie also gut verfolgen. Wenn die in Erdnähe kamen und dann kam die gewaltige Explosion und dann war noch mal eine Sekunde Ruhe und dann kam so ein Scheppern, als ob ein Geschirrschrank umfällt und das war dann das Zusammenbrechen aus. Stellen Sie sich vor, Sie blicken jetzt aus dem Fenster in den blauen Himmel rein, nach Westen, und sehen eine Armada von 1000 Flugzeugen heranbomben. Die kamen ja nun relativ langsam. Es waren ja keine Düsenjets, sondern das waren ja schwer beladene Bomber. Ich erinnere mich an mehrere solcher Bilder. Da war der Himmel wie von einem Hornissenschwarm übersät. Das waren alles Bomber, die voller Bomben waren und sie wussten, dass die Bomber kamen und sie wussten, dass die das alles runterschmeißen, was sie da oben drin haben. Und dieses Brummen, das hatte eine ganz bedrohliche, unheilvolle Wirkung. Wenn man die so ranbrummen sah, also das war schon was. Den 15. Oktober habe ich natürlich in sehr, sehr, sehr plastischer Erinnerung. Es wurde stickig und heiß im Bunker und es breitete sich eine Atmosphäre der Angst aus, was damit verbunden war, dass man normalerweise nach einer Stunde oder nach zwei Stunden aus dem Bunker wieder nach Hause gehen konnte. Aber an diesem Tag, da war alles anders. Die Bunkertüren blieben zu, die Gerüchte waberten natürlich sofort. Manche mutmaßen, es sei Giftgas geworfen worden. Nach vielen Stunden, wie ich später natürlich rekapitulieren konnte, waren es 5-6 Stunden, die wir im Bunker saßen, durften wir raus, wurden aber instruiert und es hieß also, es ist Folgendes passiert, wir haben einen sehr schweren Angriff erlitten, die Stadt, und wir sind vom Feuer eingeschlossen. Es besteht Erstickungsgefahr und es sind alle Straßen blockiert durch Feuer. Sie alle, so lautete die Anweisung, die hier im Bunker sitzen, müssen durchs Feuer. Also das war der Tag, an dem meine Kindheit endete, als diese stählernen Bunkertore sich öffneten. Also das war ein Blick, ein Anblick, als ob man in einen lodernden Ofen blickt. Ein grausiges Getöse. Ich wusste vorher, hätte mir nie vorstellen können, dass Feuer so einen Lärm verbreiten kann. Wir kamen dann also aus der Bunkertür. Ich weiß, dass ich dreimal während dieser Flucht durchs Feuer zur Seite schaute. Das erste Mal, noch auf der Schuhstraße, blickte ich nach rechts und sah oben auf einem Haus eine Gestalt, die mit den Armen wedelte und offenbar um Hilfe rief. Aber kümmerte sich natürlich keiner drum. Es ging dann also weiter, geduckt unter einer Fontäne von Wasser. Flohen wir durch die Schuhstraße. Da waren also links und rechts Rettungsmannschaften und Feuerwehrleute aufgebaut. Die sprühten eine sogenannte Wassergasse über den vielen hundert flüchtenden Menschen. Unter dieser Wassergasse durch flohen wir dann bis zum Bürgerpark. Das zweite Mal, wo ich zur Seite sah, das war in der an der Ecke Schuhstraße, Stephanstraße. Das war ein ganz grausiges Bild. Ich sah eine Mutter mit zwei Kindern. Die wankte so aus dem Dunkel auf uns zu
und plötzlich blieben die im Asphalt stecken. Und sie schlüpften raus aus den Schuhen und dann blieben sie mit den Füßen hängen und dann fielen sie um. Dann blieb das eine Kind im Asphalt kleben. Und dann ist das Bild von, das ich habe, in meinem Kopf schon vorbei, weil wir natürlich weiter hasteten. Niemand kümmerte sich darum, keiner. Wir stürzten weiter unter diesen Feuerbögen hindurch, die ja von einer Straßenseite zur anderen schlugen. Und das dritte Mal, als ich zur Seite schaute, sah ich nach rechts blickend die Kirchtürme der Martini-Kirche. Und die sahen aus wie glühende Bälle. Es war ein grausames Bild. Also wir haben es dann geschafft, uns durchzuschlagen und landeten dann im Bürgerpark. Viele tausend Menschen hatten sich da in dem Park versammelt, lagerten da auf dem Rasen, wurden versorgt von Rote-Kreuz-Einheiten. Der Tag wollte nicht hell werden. Ich erinnere mich noch, es blieb den ganzen Tag dunkel. Wir sind dann weitergeflohen ins Büro meines Vaters. Das war der Tag, an dem Braunschweig sein Gesicht verlor. Denn 90% der gesamten Innenstadt sank in Schutt und Asche an diesem Tag. Die Bunkersicherung in Braunschweig war also gut und dadurch sind auch in Braunschweig relativ wenig Menschen ums Leben gekommen. Im Gegensatz zu Städten wie Hamburg, wo das dann gleich 40.000 waren, oder Darmstadt oder auch Köln, sind in Braunschweig, niemand weiß die genauen Zahlen, aber sind in Braunschweig etwa 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist vergleichsweise wenig. Die Trümmerräumung funktionierte ja fantastisch. Also das war ein Organisationstalent, was die Nazis da entwickelt hatten. Das sollte natürlich auch optisch wirken und hatte natürlich auch strategische Gründe, dass die Straßen schnell wieder frei waren. In den Kriegszeiten waren das die Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiter, die sofort nach den Angriffen, also da war der letzte Bomber weg, dann waren die Zwangsarbeiter schon und die Kolonnen mit den Arbeitern, Kriegsgefangenen auf den Straßen, aus den Lagern hier, und schippten die Trümmer von den Gehsteigen und von den Fahrbahnen weg in die Grundstücke zurück, sodass eigentlich die Straßen relativ sauber waren. Das, was ich über die Zeit weiß, hier speziell in Braunschweig, da ist es so, dass eben das Regime saß fest im Sattel, es funktionierte alles, niemand opponierte. Der Nazi-Apparat lief auf vollen Touren und die Menschen ließen sich das gefallen bis zum bitteren Ende. Die Mitglieder des magischen Zirkel auf einer ihrer Zusammenkünfte beim Austausch neuer Tricks. Großartig, ein Ball. Ein Ball? Nein.
Zwei Bälle. Greif in die Luft. Drei Bälle. Schauen Sie hier. Hier lege ich die Uhr rein, nicht wahr? Und umspann sie ganz fest, nicht wahr? Da zeige ich nur mit dem Zeigefinger der rechten Hand darauf. Bums, ist die Taschenuhr hier. Fabelhaft. Warte doch nochmal. Ja, nochmal? Na ja, bitte, gerne, nicht wahr? Aber Sie müssen genau aufpassen, denn mit der alten Zwiebel, nicht wahr? Ja, aber alles mit. Prima. Ganz fabelhaft. Laut Führerbefehl hat der Reichsarbeitsdienst einen Teil der militärischen Ausbildung übernommen. Als Ausbilder stehen dem RAD seine an allen Fronten bewährten Führer zur Verfügung. Arbeitsmänner werden im Gelände ausgebildet. Feuer mit Kleinkalibergewehren auf ein Zieldorf. Bewegliche Ziele. Ist beendet. Die Arbeitsmänner sammeln sich zur Schlussbesprechung um Ritterkreuzträger Feldmeister Garz. Der Bunker Knochenauer Straße, vor dem wir hier stehen, dieser Betonklotz, entstand an der Stelle, wo zuvor eine jüdische Synagoge sich befand. Die wurde 1940 von den Nazis abgerissen. Wir hatten ja eine sehr blühende jüdische Gemeinde hier in Braunschweig. 1200 Juden lebten bis 1930 hier. Und wir hatten bedeutende Industrielle, wie zum Beispiel Max Jüdel. Wir hatten Künstler, wir hatten Leute, die sich im Stadtrat engagierten, Leute aus der jüdischen Gemeinde, die das kulturelle Leben bereicherten, Schauspieler. All das verschwand durch den Naziterror und das sollte man an dieser Stelle, an diesem Tag auch mal sagen. Die Situation war so, dass die Amerikaner vorgestoßen waren und hatten Braunschweig von drei Seiten eingekesselt, von Süden, vom Westen, von Norden, wobei sie im Norden die Autobahn erreicht hatten und einfach der große Strom der amerikanischen Panzer und Geschütze und Fahrzeuge weiter Richtung Elbe fuhr und eine relativ kleine Streitmacht widmete sich der Stadt. Wir hatten ja einen sehr fanatischen Kreisleiter. Der Mann hieß Berthold Heilig, saß also im Harz und erfuhr in einem Telefonat einen Tag, bevor die Amerikaner einrückten, dass Braunschweig übergeben werden sollte, kampflos. Und da hat er seinen Platz verlassen im Harz, ist mit 10 SA-Leuten nach Braunschweig zurückgekommen, hat seinen Befehlsbunker im Nussberg wieder eingenommen und hat eine fanatische Rede gehalten und hat gesagt, Braunschweig erkläre ich hiermit zur Festung. Die Stadt wird verteidigt bis zum letzten Blutstropfen. Die Verteidigung nehme ich in die Hand. An diesem 11. April wurde Braunschweig also systematisch mit Artillerie beschossen. Und wir saßen also 20 Stunden im Bunker. Die Kapitulationsurkunde wurde dann unterzeichnet um 2.59 Uhr nachts. Das war dann schon der 12. April. Und damit endete zumindest in Braunschweig der Krieg. Major General Feit, German Commander of Brunswick, surrenders to his American captor, Major General Hobbs.
And in Brunswick, a camp for British officer prisoners is overrun. Riotously, 2,200 of them greet their American liberators. Food and cigarettes are the order of the day. Победы над Рейхстагом водружено. Приказ товарища Сталина выполнен. Als ich morgens aufwachte, es war ein wunderbarer Frühlingstag. Das war, als ob man einen Schalter umlegt. Es war eine andere Welt. Ich guckte aus einem Fenster der Wohnung, Schuhstraße 4, aus dem Küchenfenster, und sah lauter merkwürdige Autos stehen. Und wir haben uns dann schnell an den Namen gewöhnen können. Jeeps, links, rechts, auf den Fußwegen, auf den Mauern der Mädchenschule saßen amerikanische Soldaten, sie lümmelten richtig auf der Mauer, kauten Kaugummi, aßen etwas. Und meine Mutter sagte zu mir, du kannst ruhig runtergehen, die tun dir nichts. Ich bin dann tatsächlich runtergegangen, kriegte einen, so einen Pfannkuchen geschenkt und Schokolade und Kaugummi. Und wir gingen an diesen Panzern vorbei, aus denen es die heiße Luft so rausströmte wie aus einem Ofen. Und die Amerikaner saßen also überhaupt nicht, wie wir uns Soldaten vorstellten. Die hatten die Hemden offen und manche saßen auf der Straße, manche saßen im Auto und ließen die Füße rausbaumeln. Der eine hatte ein Grammophon auf der Kühlerhaube des Jeeps stehen und ließ irgendein Lied abspielen. Well, fellas, you just heard the news about VE Day. How about letting the folks at home hear what you have to say about it? I'm Sergeant Knight of Shelton, Connecticut. This moment here is one of the happiest moments of my life. I'm a former infantry combat man, and I'm glad to hear that this war is over as well as the rest of the boys do. I hope it won't be long before we lick the Japs. And how about you, Sergeant? My name is A.P. Madro, Kimball, Louisiana. This is one of the happiest moments of my life. This ordinance is a snap prepared to the infantry. Hey, Jack, did you hear the news? Yeah, I heard the news. We've been over here for 14 months. That's the best news we ever heard. Well, what are you going to do? Well, I think I'll go to CBI. Go ahead. Sergeant John Moyer, Syracuse, New York. The war's over here. Now what? Gegend Hamburger Straße, oben der Andreasfriedhof. Huttenstraße, Pestalozzi-Straße, Löbbekes Insel, Bammelsburger Straße, der Bunker, Nickelnkulk, die Andreaskirche, das grüne Feuer, wie es früher hieß, und nur Trümmer. Hier links die Brüdernkirche, St. Ulrici, die neue Straße, hier ist die Schuhstraße, man sieht Karstadt steht, hier ist der Kohlmarkt, das Sternhaus, weitgehend unzerstört, die Friedrich-Wilhelm-Straße. Von Osten auf die Stadt zu, Herzog-Anton-Ulrich-Museum links, weitgehend unbeschädigt, im Krieg geblieben, das Magni-Viertel, links die Magni-Kirche nochmal zu sehen.
Die Ägidienkirche. Der Lessingplatz. Hier ist die Ulrizikirche, die Brüdernkirche. Blick Richtung Westen. Position etwa so von der neuen Straße. Die Versorgungslage war in den ersten Wochen natürlich noch nicht so dramatisch, wie sie später wurde. In den letzten Kriegsstunden hatten sich natürlich turbulente Szenen abgespielt. Es gab ja hier Versorgungslager. Man kann ja nicht sagen, dass die Leute gehungert hatten in den letzten Kriegsmonaten und Wochen. Zu essen hatten die Leute, nicht reichlich, aber es wurde jeder satt und es hungerte niemand. Kannengießer Straße könnte das sein aus der Gegend. Man sieht, immer blieben die Schornsteine stehen, denn es war ja eine Fachwerkstatt, 1000 Fachwerkhäuser. Das ist die Gördelinger Straße aus der Richtung, Blickrichtung Altstadtmarkt. Poststraße und das Sternhaus, merkwürdigerweise weitgehend unversehrt. Die erste Straßenbahn fuhr wieder. Es war die 5. Sie fuhr zwischen der Brabantstraße und Oelper, hier am Radeklint. Premierentag, der 29. Mai 1945. Das Haus der Eule, Nummer 18. Ein idyllischer Hinterhof, auf dem damals die Nettelbecksche Mumme-Brauerei stand. Blick auf Andreas, ausgebrannt. In der Nähe des Bäckerklints. Die Versorgungslage hat sich dann natürlich 1945 im Sommer, es war ein wunderschöner Sommer übrigens, dramatisch verschlechtert. Dann begann das, was man ja kennt, Hamsterfahrten in die Dörfer hinein. Und dann kam die neue Währung, die hieß nämlich silberne Kaffeekanne aus ererbtem Besitz gegen eine Specksparte oder ein Bild gegen Butter und Kaffee. Die schwarzen Märkte entwickelten sich. Ich erinnere mich noch gut, in Braunschweig war der schwarze Markt am Bürgerpark. Die 5 am neuen Petritor. Bäckerklint, dort wo Eulenspiegel angeblich seine Eulen und Meerkatzen gebacken hat. Die breite Straße. Jahrhundertelang war diese breite Straße eine sehr wohlhabende Gegend. Da wohnten wohlhabende Bürger, Kaufleute, Unternehmen, Druckerei Westermann. Zum Beispiel begann hier. Ein Blick in den Handelsweg, ganz früher Sedernbasar, heute wieder erstanden. Die Bahnhofshalle, Blick nach Süden,
wartende Menschen? Der Altstadtmarkt, die Drogerie Uhlenhaut, nur noch rußgeschwärzte Fenster, Höhlen, daneben die Reste des Stechinelli-Hauses, das Altstadtrathaus, die Figuren, die heute wieder die Bögen schmücken, waren ausgelagert. Vorn neben dem Radfahrer rechts die Reste des Brunnens, des geschmolzenen Altstadtmarktbrunnens. Aber wir Stadtkinder hatten keine Schule bis zum September 1945. Und als die Schule wieder losging im September, gab es erst eine merkwürdige Erfahrung. Es gab nämlich keine Schulbücher, keine neuen. Und wir bekamen also jeder eine Fibel vorgelegt, in der waren alle Hakenkreuze rausgeschnitten. Das war also ein völlig durchlöchertes Schulbuch, eine Fibel mit dem Titel Heini und Lene. Das waren die Geschichten dieses Jungen und dieses Mädchen. Das führte also so ins normale Leben rein. Aber wie das in der Nazi-Zeit so war, das war natürlich eine von Nazi-Propaganda geprägte Fibel. Die Amerikaner hatten ja dann schnell erkannt, dass eine gewaltige Hungerskatastrophe in Deutschland drohen würde, und wir bekamen dann Schulspeisung. Jeden Tag kam ein Lastwagen vorgefahren mit mehreren Kesseln voller Suppe. Am beliebtesten war sonnabends die Schokoladensuppe oder montags die Kekssuppe. Und es gab also für jeden einen Teller Suppe. Eulenspiegel. Dieser Brunnen überlebte, überstand den Feuersturm unversehrt. 1906 geschaffen von Kramer, finanziert von dem jüdischen Bankier Meyersfeld. Das Viehwegsche Verlagshaus, heute Landesmuseum. Blick vom Domturm. Dahinter wird das Langerfeldhaus sichtbar. Hier ein Blick über die Stadt. Man sieht die Stadtgrenze, da hinten ist schon Wald. Heute ist die Stadt ja wesentlich erweitert. Die damaligen Stadtplaner, Professor Krämer und Professor Göderitz, hatten ja die Vision der autogerechten Stadt. Und deshalb wurden viel zu viele Barockfassaden leider mit dem Bagger beseitigt. Die Brüdernkirche oder Ulrici, dahinter Petrikirche. Martini-Kirchtürme und ganz links die Michaeliskirche, die merkwürdigerweise völlig unversehrt den Feuersturm überstand an der Echternstraße. Hier das Rathaus, dessen Turm auch unversehrt blieb.
mein Vater war den ganzen Krieg hier in Braunschweig. Und das hat einen besonderen Grund. Der war nämlich 1939 sofort bei Kriegsbeginn eingezogen worden und kriegte am ersten Tag einen Schuss durchs Knie. In unserer Klasse habe ich mich erstmal geniert, weil ich der Einzige war, der Einzige von 50 oder 60 Kindern, der beim Aufrufen noch sagen konnte, er hat einen Vater. Bei den anderen war entweder vermisst oder verschleppt oder gefallen oder also jedenfalls oder in Gefangenschaft. Ich habe mich ein bisschen geniert, dass ich als Einziger einen Vater hatte. Ich war der Einzige in der ganzen Klasse, dessen Vater da war. Ich lag dann irgendwann im Bett und war eingeschlafen und schreckte dann hoch. Und es waren wieder Flugzeuggeräusche zu hören. Und das war ja für mich immer das Signal, also anziehen, raus aus dem Bett, in den Bunker. Und meine Mutter strich mir über den Kopf und sagte, es ist Frieden. Du kannst liegen bleiben und weiter schlafen.